Einen schönen guten Tag. Wir sind wieder vom Dialogzentrum Leben im Alter an der Hochschule Osnabrück und ich begrüße heute Morgen zum einen meinen Kollegen Christian Müller-Hergel und meine Wenigkeit Detlef Rüsing, wie gesagt, aus dem Dialogzentrum Leben im Alter. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben heute zu unserem Haustheater. Die, die uns länger verfolgen, wissen, das Haustheater ist eine Serie, die wir machen, in der der Christian und ich ein Thema miteinander diskutieren. Manchmal sind wir einer Meinung, manchmal sind wir unterschiedlicher Meinung. Genau darum machen wir dieses Format. Wir selber wissen am Ende nicht, wie lange es dauert, wie lange wir darüber reden oder nicht. Sie können sich solche Videos, wenn sie länger dauern, natürlich auch in mehreren Etappen anschauen. Aber heute geht es um ein Thema, was kein Nischenthema mehr ist, weil es extrem wichtig ist in der Versorgung und Betreuung von Menschen mit Demenzerkrankungen. Heute geht es um eine spezielle Demenzform oder an Personen, die eine spezielle Demenzform haben, nämlich die frontotemporale Demenz. Von der frontotemporalen Demenz, wir haben ca. 1,6 Millionen Menschen mit Demenz in Deutschland, davon haben 70% circa, schätzt man, eine Alzheimer-Demenz. Und bei den frontotemporalen Demenzen haben wir keine genauen Zahlen. Wir schätzen zwischen 2 und 9% der Menschen mit Demenz, also maximal 30.000 Personen, die es betrifft. Auch wenn es ein relativ im Vergleich zu Alzheimer kleine Gruppe ist, ist es eine Gruppe von Menschen mit einer Demenzerkrankung, die unglaubliche Anforderungen stellt an das sie betreuende Umfeld. Und worum wir uns heute kümmern wollen, ist, dass wir uns einmal anschauen, oder ich fange noch etwas früher an, wir sind auf dieses Thema gekommen, weil der Christian in verschiedensten Einrichtungen war und dort mit Menschen zusammen gesprochen hat und gearbeitet hat, die Menschen mit frontotemporaler Demenz versorgen. Und da sind besondere Probleme natürlich aufgetaucht. Wir beide, Christian und ich, haben dieses Thema schon vor langer, langer Zeit einmal in einer Tagung bearbeitet, an der Uni Wittenherdecke damals noch. Wir werden auch unter diesem Beitrag eine Präsentation, die Christian damals gehalten hat, anhängen und zusätzlich zu anderem Material. Das Besondere bei frontotemporalen Demenzen sind eben halt die besonderen Herausforderungen. Welche das sind für Pflegende, für Betreuende, werden wir natürlich jetzt gleich noch ein bisschen näher besprechen. Und uns geht es darum, wie oder welche Art und Weise, was sind die Probleme, welche Art und Weise ist vielleicht die beste, und wollen am Ende auch noch so etwas wie eine Systemfrage stellen, nämlich die Frage, was für eine Einrichtungsform wäre unter Umständen die richtige? Haben wir passende Einrichtungsformen zur Versorgung und Betreuung von Menschen mit frontotemporaler Demenz oder nicht? Um das Ganze noch einmal einzuordnen, möchte ich gerne auf eine Studie hinweisen oder aus einer Studie ein Ergebnis zitieren, einer niederländischen Studie aus dem Jahre 2006. Und dort hat man mal verglichen, und zwar waren das allerdings Verwandte und Bekannte, also pflegende Angehörige von Menschen mit Alzheimer und Menschen mit frontotemporaler Demenz. Und man hat also geschaut, wer von ihnen hat das größte Leid oder wie sieht die Lebensqualität dieser Versorgenden aus. Und dabei ist herausgekommen, dass Menschen, die ihre Angehörigen mit frontotemporaler Demenz versorgen, die viel stärkere Belastung haben als Versorgende von Menschen mit Alzheimer und auch deren Lebensqualität ist niedriger. Aber die niedrigste Lebensqualität haben Versorgende von Menschen mit frontotemporaler Demenz, die in Altenheimen sind. Also die sie gar nicht mehr zu Hause versorgen, sondern die in Altenheimen sind. Und einer der Gründe, die dort angeführt werden, ist, dass es unglaublich schwer ist, passende Einrichtungen zu finden, die sich damit auskennen und womit Angehörige zufrieden sein können. Also diese beiden Fragen wollen wir stellen. Einmal die direkte Versorgung, über die wollen wir diskutieren. Und wir wollen vor allen Dingen dann auch diskutieren in einem zweiten Schritt darüber, welches eben halt die richtige Versorgungsform im Sinne eines ambulanten oder eines stationären Systems ist. Das vielleicht und zu Beginn gleich nach einem kurzen Fallbeispiel von Christian möchte ich einmal ganz kurz überhaupt über frontotemporale Demenzen informieren, für die, die es doch nicht wissen, und verweise dort aber auch nochmal auf Quellen. Um jetzt tiefer ins Thema reinzukommen, würde ich den Christian einmal bitten, vielleicht einmal kurz ein kurzes Fallbeispiel zu erzählen, zu nennen, über Menschen mit frontotemporaler Demenz. Christian, bitteschön. Ja, okay. Schönen guten Morgen oder guten Tag nochmal in der Runde.
Ein ganzes Fallbeispiel wäre jetzt zu komplex. Aber ich dachte mir, ich schildere mal so drei klassische Situationen, ja, im Pflegealltag. Die erste Situation, selber so erlebt, das ist ein Herr, der kommt in den Aufenthaltsraum, dort sitzt eine Dame im Rollstuhl, er geht auf diese Dame zu, packt sie und setzt sie auf den Boden. Die Dame schreit und tobt, aber er setzt sich in den Rollstuhl und schaut ganz zufrieden in die Gegend. Und dass die da so schreit, das tangiert ihn überhaupt nicht. Und nach einer gewissen Zeit steht er wieder auf und geht weg und ist aber weiterhin sehr frohgemuter Stimmung. Zweites Beispiel, auch wiederum ein Herr, der so durch den Bereich geht und alles sammelt, was er findet. Obst und Brillen und Etuis und Medikamente und was er da so findet. Und dann geht er ans Fenster und schmeißt das dann alles raus. Ja, also der sammelt, hat so seine Tasche, sammelt er. Und dann geht er an irgendein Fenster und fängt an, diese Dinge nach draußen zu schmeißen. Und ob da unten jetzt jemand ist oder jemand verletzt wird oder ob es sich um persönliche Gegenstände handelt, die vielleicht auch für andere wichtig sind, wie Brille oder so etwas, das tangiert ihn nicht. Als letztes Beispiel, das dann gibt jetzt unmittelbar die Pflegenden. Das ist eine Person, die so, ja, ich sag mal, wie so in ihrem eigenen Kosmos hin und her läuft und sich manchmal auf den Boden setzt und dann in unterschiedliche Zimmer geht und dort so guckt, Dinge mitnimmt. Und solange diese Person ungestört so läuft, ist alles okay. Aber manchmal ist es so, dass diese Person sich einstuhlt und dann entsteht natürlich aufgrund der Großbelästigung und auch der, sag mal, ja, Selbst- und Fremdgefährdung die Notwendigkeit, sie zu versorgen. Aber in dem Moment kann er das nicht zulassen. Ja, das heißt, die Pflegenden kommen dann nochmal später, aber bei Stuhlinkontinenz kann man jetzt auch nicht mal einen halben Tag warten. Und dann kommt es oft zu sehr gefährlichen Szenen, sowohl für die Person wie auch für die Pflegenden, weil jede Form der Annäherung außerhalb des Hauptrhythmuses dieser Person sofort zu einem massiven, wie instinktiven Abwehrhandeln führt und die Verletzungsgefahr für Pflegende, aber auch für die Person sehr groß ist. Das sind mal so drei Beispiele. Okay. Ja, Dankeschön. Ich will noch mal einmal ein bisschen einführen, worum geht's oder was ist überhaupt die frontotemporale Demenz? Mittlerweile hört man das Wort relativ häufig. Vielleicht, was man wissen muss, ist, dass die frontotemporale Demenz nur eine von drei Formen frontotemporal-lobärer Degeneration ist. Auch die am häufigsten vorkommt, die frontotemporale Demenz. Die beiden anderen, die es noch gibt, ist die progrediente nichtflüssige Aphasie. Das ist sozusagen mit kaum Verhaltensauffälligkeiten versehene Form. Und das ist so eine stockende, nicht flüssige Sprachstörung vor allen Dingen. Und die semantische Demenz, dort wird einfach das Gedächtnis für oder das Wissen um Gegenstände, um Gesichter, um Bezeichnungen leidet dort immer mehr. Bei allen drei Formen der frontotemporalen Demenz geht es um den Untergang von Nervenzellen im Stirnhirn, also Frontalhirn, und in den Schläfenlappen, den Temporalhirn. Da geht es bei allen dreien Formen drum. Und vermutlich geht es um eine oder die Ursachen sind noch relativ im Dunkeln. Es geht um eine Ablagerung unterschiedlicher Eiweißstoffe. Auch dort ist die Rede vom Tau-Protein und von dem sogenannten, ich habe es mal aufgeschrieben, TDP43-Protein. Muss man sich vielleicht an der Stelle nicht merken. Das Besondere an frontotemporalen Demenzen, über die wir sprechen wollen, ist, dass das Durchschnittsalter der Erkrankung liegt bei etwa Mitte 50, 55, 58. Das ist die einzige Demenzform, die vor dem 60. Lebensjahr genauso häufig stattfindet wie die Alzheimer-Demenz. Also das, während ansonsten alle anderen Demenzformen ja mit zunehmendem Alter die Häufigkeit steigt, ist eben halt die frontotemporale Demenz eine Demenz, die eben halt relativ jung beginnt und damit natürlich auch ganz eigene Herausforderungen hat. Sie müssen sich einfach nur vorstellen, wenn Sie Mitte 50 sind, dann haben Sie häufig noch Familie, die Sie versorgen müssen. Sie sind noch im Berufsleben. Also viele Dinge sind anders, als es beispielsweise bei der Alzheimer-Demenz ist. Und das eine der großen Besonderheiten bei der frontotemporalen Demenz ist natürlich die,
dass die Gedächtnisstörung, die sonst als Leitsymptom für quasi alle Demenzen gilt, dass diese Gedächtnisstörung entweder gar nicht oder häufig erst relativ spät im Laufe der Erkrankung eintritt. Und das ist einer der Gründe dafür, dass diese Störung oder dass diese FTD häufig sehr spät erst diagnostiziert wird. Und das ist nochmal, weil es häufig für Psychosen gehalten wird oder andere Dinge, die stattfinden können. Wen trifft es? Das ist vielleicht noch wichtig. In etwa 10% der Fälle frontotemporaler Demenzen spricht man von einer autosominal dominanten Vererbung. In 10% der Fälle ist es sicher, dass es so ist. Das bedeutet also, wenn einer der beiden Verwandten ersten Grades, also der Eltern, eine frontotemporale Demenz hat, bei diesen 10% ist es so, dass in 50% der Wahrscheinlichkeit die Kinder auch eine haben. Und das ist natürlich nochmal ganz wichtig, weil die Frage von Vererbung spielt bei Demenz für Angehörige häufig eine unglaubliche Rolle, während man bei Alzheimer dort relativ beruhigen kann, ist es eben halt bei frontotemporalen Demenzen anders. Die Leitsymptome, das ist extrem wichtig. Wir haben gesprochen, erst wesentlich später die Gedächtnisstörung, aber vor allen Dingen spricht man bei frontotemporalen Demenzen von Veränderung der Persönlichkeit und des Sozialverhaltens. Und das gibt große Herausforderungen für Jungen. Also Beispiele dafür, eine große Taktlosigkeit unter Umständen. Auf der einen Seite Desinteresse an der eigenen Familie oder an Hobbys, die man jahrelang gepflegt hat. Und auf der anderen Seite, also Antriebslosigkeit, Apathie oder auch sozusagen fast das Gegenteil, Enthemmung, Distanzlosigkeit und andere Dinge. Christian hat ja schon etwas geschildert. Ich habe mir noch aufgeschrieben, Reizbarkeit, Aggressivität, sexuelle Enthemmung kommt bei manchen vor, häufig mangelnde Körperhygiene, motorische Unruhe, ritualisiertes Verhalten, also immer wiederkehrende Verhaltensweisen und der Sprachantrieb nimmt bei vielen im Fortlauf der frontotemporalen Demenz ab. Während wir bei Alzheimer zumindest zwei Medikamentengruppen, die zugelassen sind, sozusagen die gegen die Demenzerkrankung wirken sollen, nämlich die Cholesterin-Esterase-Hämmer und die Memantine-Produkte, weiß man, dass diese Medikamente bei der frontotemporalen Demenz überhaupt nichts nutzen, sondern eher kontraindiziert sind. Man vermutet einen Serotoninmangel. Daher gibt man häufig Menschen mit FTD Antidepressiva, serotonerge Antidepressiva, zum Beispiel Citalopram oder ähnliches, oder auch Antipsychotika bei Unruhezuständen und anderem. Aber die typischen Alzheimer-Medikamente wirken dort nicht. Und vielleicht abschließend noch, das waren jetzt die medikamentösen, bei den nicht-medikamentösen Therapien spricht man natürlich von der Sinnhaftigkeit einmal von Logopädie. Ja, natürlich, wir wissen, dass es eben halt die Sprache auch beeinflusst bei allen drei Formen der Degeneration. Krankengymnastik, weil es häufig eine Steifigkeit gibt, und auch Ergotherapie, weil es häufig darum geht, den Alltag weiterhin zu gestalten. Konkrete Hilfsmaßnahmen für Pflegende, professionell Pflegende sowie für nicht professionell Pflegende, wo man sagt, die sind speziell für Menschen mit frontotemporaler Demenz sinnvoll, werden kaum empfohlen in der Literatur, finden Sie sich. Überhaupt, und das ist, und dann würden wir dann in die Diskussion jetzt übergehen, überhaupt ist es so, dass wenn Sie, ich habe mir die Studienlage nochmal angeschaut, und wenn Sie sich die Studien anschauen, finden Sie relativ viel Material dazu, wie es Angehörigen von Menschen mit frontotemporaler Demenz geht, aber Sie finden fast nichts oder relativ wenig darüber, wie professionell Pflegende beispielsweise in Institutionen damit umgehen können, sollten. Ich habe ein paar Fallbeispiele gefunden. Ich hänge auch noch mal ein bisschen Literatur, hängen wir noch mal an diesem Beitrag an. Aber da ist, sagen wir mal, eher tiefste Diaspora, was das angeht. Also da gibt es einen riesigen Forschungsbedarf, gerade für die Pflegewissenschaft in diesem Bereich. So, gehen wir, das war jetzt noch mal vorab, auch das packen wir Ihnen nochmal drunter und ich empfehle Ihnen nochmal Quellen dazu. Das mache ich an dieser Stelle vielleicht einmal schon mal. Die Deutsche Alzheimer-Gesellschaft, die seit vielen, vielen Jahren in diesem Feld unterwegs ist, auch der frontotemporalen Demenzen, hat in meinen Augen sehr gute Broschüre zu diesem Thema gemacht. Die Frau Diel Schmidt von der TU München, die eine der Expertinnen in Deutschland im Bereich der frontotemporalen Demenzen war, mitverantwortlich dafür. Dort finden Sie zumindest erstmal einen guten Einstieg nochmal. Also ich weiß nicht, wie stark diese Themen beispielsweise in der Pflegeausbildung behandelt werden, diese Spezialthemen wie frontotemporale Demenz. Ich vermute relativ wenig,
aber da gehört es eigentlich hin. Also wenn Sie einen Einstieg brauchen, schauen Sie sich mal derartige Materialien an. So, das dazu. Christian, was würdest du sagen? Ja. Was sind für, gehen wir jetzt mal, denn klassischerweise landen diese Menschen entweder erstmal in Psychiatrien oder sie gehen direkt in ein Altenheim, wenn es zu Hause nicht mehr geht. Ich habe von den großen Herausforderungen gesprochen. Was sind die größten Herausforderungen für professionell Pflegende? Was würdest du sagen? Die größte Herausforderung für professionell Pflegende würde ich da so beschreiben, dass die in dem Kontext der Institutionen nicht die Freiheit und den Spielraum haben, sich ausreichend lange und intensiv und auch exklusiv mit bestimmten Klienten zu befassen. Also nehmen wir mal so eine psychiatrische Abteilung. Dort müssen alle Leute bis 9:30 gewaschen und gefedert und gepudert sein, weil ab 10 Uhr ist Entlassung und Aufnahme. Ja, die Aufnahmesituation bedeutet, ich bekomme Leute, die ich gar nicht kenne, und die muss ich auch erstmal kennenlernen. Also es entsteht also Unruhe, es besteht ein beständiger Wechsel. Und ich habe in so einer psychiatrischen Abteilung natürlich Menschen mit sehr unterschiedlichen alterspsychiatrischen Erkrankungen und habe nur sehr begrenzt die Möglichkeit, mich mit bestimmten Menschen zu befassen. Und meine Hypothese wäre, bei Menschen mit Demenz insgesamt ist natürlich ein individuell personenzentrierter Umgang immer von Relevanz. Und bei Menschen mit Demenz noch einmal in wesentlich gesteigerter Form. Sodass, wenn ich diese Menschen, ich will dazu nachher noch ein bisschen was sagen, wenn die jetzt sich so eingliedern müssen in ein allgemeines Geschehen, also in Rhythmen, in Abläufe, und dieses allgemeine Geschehen den eigenen Rhythmen und Impulsen widerspricht, also wenn ich mir das mal so vorstelle, ein Mensch mit einer frontotemporalen Demenz, der ist sozusagen in seinen Ritualen und in seinen Zwängen und in seinen Impulshandlungen quasi wie eingekapselt, ja, so ein bisschen so ein Closed-In-Idee. Und jetzt plötzlich soll der aber zur Toilette und jetzt soll der aber zum Arzt untersuchen und jetzt soll er zur Blutabnahme und jetzt soll dies und jenes. Das stört sozusagen beständig seine Kreise. Und als Pflegekraft... Ist das denn ein spezielles Problem vom Menschen mit frontotemporaler Demenz? Das ist doch etwas, was andere auch beschreiben. Auch, aber ich glaube, es ist bei der frontotemporalen Demenz nochmal in besonderer Weise akzentuiert. Ich fand das zum Beispiel sehr spannend und das fand ich einen ganz hilfreichen Gedanken in der Diskussion mit den Damen von Wohlbedacht in München. Und die haben nochmal auf etwas hingewiesen, was ich auch schon wusste, aber was mir in seiner Bedeutsamkeit noch nicht so eingeleuchtet hat, die stellen eine große Analogie her zum Autismus oder zum autistischen Spektrum. Und jetzt kann man sich mal überlegen, wenn du so ein, ich meine, das ist ja so, dieses autistische Spektrum ist ja sehr groß, aber was ja bekannt ist, ist, dass du auch ein Mensch, ein Kind mit dem Autismus nicht so einfach auf dein Handlungsprogramm kriegst. Also ist es morgens um 7 Uhr jetzt aufstehen, frühstücken und dann geht's ab in die Schule. Das funktioniert so nicht, sondern du musst sozusagen dich einlassen auf die individuellen Rhythmen, die dieses Kind hast, bis du dadurch, wenn du dich sehr fein abgestimmt hast, sozusagen mit dem Kind zusammen in eine gemeinsame Handlungslogik einsteigen kannst. Diesem Verdacht sind wohl einige Forscher aus den USA nachgegangen und haben die Vermutung, dass ungefähr dieselben Hirnbereiche, die oft im Autismus-Spektrum betroffen sind, eben genau auch bei der frontotemporalen Demenz betroffen sind. Insofern ist die Analogie nicht so ganz weit hergeholt. Und das würde heißen, ich müsste eigentlich über einen längeren Zeitraum sehr intensiv einen Menschen kennenlernen, seine Rhythmen, seine Muster, seine Reaktionsweisen, Auslöser, die ihn irgendwie irritieren, um dann mit ihm zusammen sowas wie eine Versorgungslogik zu entwickeln. Und dafür haben wir in den vorhandenen Institutionen schlichtweg nicht den Rahmen. Ich würde gerne mal, weil du sie schon genannt hast, diese Institution Wohlbedacht, vielleicht sagst du mal einmal, weil wir sie jetzt einmal genannt haben, schon mal drei Worte zu dieser Institution selber.
Also offen gestanden, die Institution kenne ich jetzt nicht so gut wie die beiden Damen, mit denen ich gesprochen habe, ja. Aber sie wurden mir von der Alzheimer-Gesellschaft empfohlen. Und das ist eine Einrichtung, die sich sowohl im stationären wie im teilstationären Bereich in besonderer Weise spezialisiert hat, mit frontotemporal erkrankten Menschen sozusagen einen stabilen Alltag aufzubauen. Wir werden auch für Sie, liebe Zuhörer, die Referenz geben wir durch. Mal verlinken, ja. Damit man das findet. Ich würde gerne nochmal auf das zurückkommen, was du gerade gesagt hast. Die Leute haben ihre festen Rituale. Also das, was du beschreibst, sind ja, ja. alles Probleme, die wir auch von anderen Menschen mit Demenz genau. kennen, die wir kennen ja. beim Umzug ins Altenheim. So ist wir, es. Wir empfehlen ja auch immer, dass man die Leute zunächst eigentlich erstmal in ihrer eigenen Umgebung kennenlernen muss, bevor man sie aufnimmt. Ja. Würdest du sagen, das ist aber dann bei frontotemporaler Demenz noch verschärft oder ja. wie sie den Unterschied? Genau. Also ich würde sagen, frontotemporale Demenz oder Degeneration ist vom Umgang, von der Kommunikation, von der Interaktion nochmal eine entscheidende, wenn du willst, Potenzierung ja. Der ja. Demenzproblematik insgesamt. Weil das, was hier vor allen Dingen betroffen ist, das ist die sogenannte automatisierte soziale Reaktionsweise. Ja, also ich gebe jemandem die Hand, der gibt mir auch die Hand. Ich begrüße den, der begrüßt mich zurück. Und wir haben also eine Art Erwartungserwartung von sozialer Resonanz, von Sozialverhalten. Und diese Dinge, die sind weitgehend automatisiert. Also wir gehen im Grunde genommen immer davon aus, dass andere Menschen ähnlich ticken wie wir, bis zum Erweis des Gegenteils. Und wir können ja. und wir können antizipieren, wie jemand reagiert. Genau. Das ist der Grund, Richtig. Warum man auch Literatur Richtig. Zu frontotemporaler Demenz und Theory of Mind findet. Ja, an ja genau. Ja, ganz richtig. Na, also genau. wir gehen immer von so einer Ähnlichkeit aus ja, und können uns ja auch einfühlen. Also wenn jemand sich verletzt, dann sagen wir auch, ja, so, ne? Das heißt, das ist diese Spiegelneurone, die in uns sofort so ein ähnliches Gefühl erzeugen. Aber über die Theory of Mind ist mir immer noch klar, naja, ich bin nicht der. Ja, also genau. ich fühle den Schmerz, ohne ihn zu haben, so genau. sage ich das mal. Ne? Ja. Und genau diese Zusammenhänge, also diese Aspekte, die mit sozialer Kognition zu tun haben, die sind eben in der frontotemporalen Demenz wesentlich noch sehr viel stärker eingeschränkt, wobei man sagen muss, dass auch Menschen mit einer Alzheimer-Demenz, die frontotemporal betont ist, die sogenannte genau. behaviorale Variante ja. der Alzheimer-Demenz, oft von der FTD kaum zu unterscheiden ist, in genau. Bezug auf ihre Schwierigkeiten im Umgang. Das heißt, da gibt es so, man könnte ja auch sagen, so eine Art Spektrum, ja, innerhalb der Demenz, wo die soziale Kognition besonders betroffen ist. Hier noch ein Wort dazu. Viele Menschen, also wenn man sich die 6 verschiedenen kognitiven Funktionen anschaut, die man so nach DSM-5 unterscheidet, dann ist in der Alzheimer-Demenz die soziale Kognition noch am längsten von allen erhalten. Das heißt also, in der klassischen Alzheimer-Demenz, die nicht frontotemporal betont ist, bleibt die soziale Kognition länger erhalten und deswegen ist die Versorgung auch leichter, weil ich da von ausgehen kann, durch Validation, durch angemessene Stimulation, durch einen freundlichen Umgang, doch in eine gewisse Parallelität, in eine Synchronisierung, in ein gemeinsames Handeln zu kommen. Und genau diese Vorgänge, die sind eben mit frontotemporal betonten Demenzen besonders schwer. Und das ergibt die Schwierigkeit im Umgang und in der Pflege. Ich möchte noch mal näher, noch mal speziell auf pflegerische Probleme eingehen. Es gibt ja Umfragen, oder die gibt es schon seit langer Zeit, woran professionelle Pflegende als erstes denken, wenn sie an Menschen mit Demenz denken oder wo sie die größten Probleme sehen. Dort findet man häufig als unter den ersten dreien schon so etwas wie die Aggressivität. Wobei wir ja, wissen, ja. dass bei Alzheimer-Erkrankten beispielsweise das eigentlich ein relativ kleiner Teil ist der Menschen, die wirklich aggressiv sind ja. und viel mehr zum Beispiel unter Depressivität ein, wo man spricht 50-60% der Leute. Wenn man über frontotemporale Demenz liest oder hört, dann, so wie du es gerade beschrieben hast, durch sozusagen durch die Beschädigung des Frontallappen spricht man ja immer von dem Verlust der Fähigkeit zur Empathie beispielsweise. Es spielt ein bisschen in die gleiche Richtung, über die wir gerade über Theory of Mind gesprochen haben. Das heißt also diese Idee zu fühlen, was der andere fühlt und sich gleichzeitig sozusagen aber bewusst zu sein, dass man nicht der andere ist, ja. aber auch so etwas wie Mitgefühl zu haben. Und genau
das scheint ja bei vielen oder bei einigen Menschen mit frontotemporaler Demenz in besonderem Maße betroffen zu sein, genau, dass man diese Fähigkeit nicht mehr hat, was häufig oder was offenbar dazu führt, dass manche Menschen mit frontotemporaler Demenz zu Wutausbrüchen, Aggressionen leiden oder und Pflegende und Betreuende, sowohl professionell als auch Angehörige, die pflegen, darunter in besonderem Maße leiden. Ja. Du hast mit Leuten gesprochen, die Menschen mit frontotemporaler Demenz betreuen. Ist dort die Aggressivität und auch die körperliche Aggressivität, vor der wir ja alle zunächst erstmal Sorge und Angst haben, vor körperlicher Aggressivität von anderen, ist das ein großes Thema bei den Menschen in der direkten Versorgung? Also was so die Menschen, die da jetzt Erfahrung gesammelt haben, sagen, ist, dass die ersten 4 bis 6 Wochen eine kritische Zeit darstellen, weil man zum einen die Menschen kennenlernen muss, aber die anderen, also die Menschen mit frontotemporaler Demenz, einen auch kennenlernen, aber eben nicht so sehr über die üblichen Kanäle von kognitiven Modellen, sondern eher über prozedurale Modelle. Das heißt, je mehr ich mich denen anpasse und annähere, je mehr ich ihre Reaktionsweisen verstehe, je mehr ich ihre Impulse berücksichtige, desto weniger kommt auch aggressives Verhalten auf. Das heißt also, ich muss lernen, nicht die Kreise dieser Menschen zu stören, sie sozusagen sehr feinsinnig zu begleiten. Und je mehr mir das gelingt, desto weniger kommt es auch zu aggressiven Situationen. Und deren Vorstellung ist, wenn die aggressiv werden, dann eigentlich im Sinne einer Angstreaktion, also einer Abwehrhandlung, weil ich nicht verstehe, was der jetzt von mir will. Ja, das wäre ungefähr so, wie wenn wir im Café sitzen und der Ober kommt zu uns und möchte gerne uns die Hose wechseln. Dann würden wir auch sagen, also hören Sie mal, ja. So, also, die können das also nicht, die können den Kontext nicht einschätzen, die können das nicht verstehen, ne? Und wenn ich also die Leute lasse, ihre Selbstständigkeit unterstütze, Dinge sehr vereinfache, auf bestimmte Tätigkeiten auch verzichte, zum Beispiel sie in ihrer Kleidung schlafen lasse oder sie auf dem Boden krabbeln lasse oder ihnen Dinge anbiete, die sie aus dem Fenster werfen können, ohne dass sie damit andere verletzen. Also je mehr es mir gelingt, desto mehr merken diese Menschen auf so einer untergründigen, prozeduralen Ebene, ja, das klappt hier, das gelingt hier, das funktioniert hier, die wollen mir nichts, die ermöglichen mir das, aber das ist nicht so ein kognitives Konstrukt, sondern das geht eher auf so einer Ebene der Basalganglien, auf sozusagen der elementaren Ebene. Und je mehr es dann gelingt, den Rhythmus der Versorgung auf diese Person einzustellen, desto weniger gibt es Aggressionen. Und die sagen, wenn es viele Aggressionen gibt, dann deswegen, weil man die Möglichkeit nicht hatte, sich derart individuell auf die Person einzustellen. Wie versuchen sich Pflegende zu helfen? Oder hast du die Antwort gerade schon gegeben? Aber dann kommen wir natürlich zu dem Punkt, also wenn eine der wesentlichen Maßnahmen ist, und da würde ich wiederum sagen, das ist bei Alzheimer-Demenzen vielleicht nicht in so starker Form, aber ähnlich, sich also sozusagen auf die Rituale, auf die Angewohnheiten der Menschen einzulassen, sozusagen ist. Was berichten Pflegende, also das ist ja mit einer Station mit 30 Leuten, 25 Leuten nicht möglich. Das ist ja schon, ist genauso bei Menschen mit Alzheimer-Demenz nicht möglich. Und ich kann mich erinnern, als wir vor 15 oder 20 Jahren diese große Veranstaltung damals dazu gemacht haben, kann ich mich erinnern, wie eine Vortragende damals gesagt hat, auf einer normalen Station würde mehr als eine Person mit frontotemporaler Demenz sozusagen den Rahmen schon komplett sprengen. So ist es auch. Ja, genau. Aber wie gehen Pflegende genau mit dieser Situation um, ist die Frage, die ich mir stelle. Also wenn ich merke, ich kann hier diese Abläufe nicht so gestalten, wie ich sie vielleicht gestalten müsste, und daraus resultieren Aggressionen, Missverständnisse, Aggression auf beiden Seiten unter Umständen. Was können Pflegende machen? Also die Realität ist, dass es dann natürlich zu Zwangsmaßnahmen kommt. Genau. Ja, in irgendeiner Weise. Also entweder durch das Festhalten,
Ne? Das ist so der klassische Dreier, einer links, einer rechts, einer unten rum. Nicht so, wie er ja von manchen auch empfohlen wird und die, ich sag mal, in einer Notsituation auch verständlich sind. Also wenn derjenige dabei ist, den Code an die Wände zu schmieren, kann ich jetzt auch nicht erstmal eine halbe Stunde lang mit ihm zusammen laufen und gucken, dass ich seinen Rhythmus so eingehe. Ja, also es gibt Grenzsituationen, wo ich tatsächlich auch vielleicht mit einer Zwangsmaßnahme reagieren muss. Aber man muss natürlich immer sagen, jede Zwangsmaßnahme untergräbt natürlich das Vertrauen. Ja, ist im Grunde genommen wie eine Traumatisierung, die ja auch im Prozeduralgedächtnis gespeichert wird und wird die Wahrscheinlichkeit, dass derjenige bei der nächsten Annäherung wieder automatisiert mit Abwehrimpulsen reagiert, erhöhen. Das heißt also, ich muss dann die Zwangsmaßnahme durchführen, komme aber in einen Teufelskreis, der letztlich zu einer beständigen Verschlechterung der pflegerischen Situation führen wird. Unabhängig natürlich davon, dass das natürlich den Pflegenden auch nicht im Hemd stecken bleibt. Ja, also solche Zwangsmaßnahmen sind natürlich auch für Pflegende extrem belastend. Da gibt es ja dann in den Psychiatrien die vorgeschriebene Nachbesprechung, wo man das dann diskutiert. Aber ideal ist so eine Nachbesprechung meistens für Schizophrenie-Kranke gedacht, die dann auch an der Nachbesprechung teilnehmen, um dann anschließend wieder ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. Das kannst du jetzt mit dem FTD-Patienten wahrscheinlich vergessen. Das heißt also, die Nachbesprechung dient nicht dazu, die pflegerische Beziehung wieder zu stabilisieren, sondern eher, um die Pflegenden zu enttraumatisieren. Ja, aber im Grunde muss man doch ehrlichkeit halber sagen, wir wissen keine, also wir haben solche Ideen davon, wie du gerade geschildert hast und wie ich geschildert habe, eben halt sich an die Menschen eher anpassen. Das sind ja sowieso Grundideen, die wir haben, nicht nur bei Menschen mit Demenz, sondern bei allen Menschen. Die Frage ist eben halt, lassen sich Menschen mit frontotemporaler Demenz oder anderen Demenz in solchen Einrichtungen adäquat versorgen? Das ist die entscheidende Frage. Also, ein Moment, ich wollte noch einen Hinweis geben. Und was ich natürlich wieder mal feststelle, ist, wir haben so eine Art, was die nicht-medikamentösen Therapien, wie sie immer genannt werden, so eine Art von Therapienihilismus auch. Also wir haben nichts bei Menschen. Nein, wir haben nichts. Mit speziell bei Menschen mit frontotemporaler Demenz, außer dem, was die größte Herausforderung an die Pflege ist, nämlich da zu sein und sie darin zu begleiten. In dem und sie sein lassen. Wenig Schaden zu nehmen. Ich höre meine Kreise nicht, also ein unterstimulierendes Milieu, in dem die Menschen im Grunde genommen ihren spontanen Impulsen folgen können und wo man sie möglichst wenig stört. Und da gibt es zwei Ideen, die ich dann mit den Leuten von Wohlbedacht diskutiert habe. Die fand ich beide interessant. Das eine, was sie sagten, ist, Menschen, die so, die vor allem die behaviorale Variante natürlich haben, in gestufter Form, da bräuchte man sowas wie so ein Assessment Center. Also ein Zentrum, wo diese Menschen für 4 bis 6 Wochen hinkommen und wo man im Grunde genommen ausprobiert, was geht. Also was sind deine Rhythmen, was sind deine Muster, was tut dir gut, wie kann man dich ablenken, auf welche Reize reagierst du, um dann mit einem sehr differenzierten Verhaltensprotokoll diese Menschen vielleicht auch in die häusliche Versorgung oder in eine andere stationäre Versorgung zu entlassen. Ja. Wobei natürlich dann die Frage ist, ob die das machen können. Aber das ist so die eine Idee. Also wenn man will, so eine Art Trainingscenter haben, da könnten auch durchaus mal Angehörige dazukommen, die dann in diesem Trainingscenter zusammen mit diesem Ensemble von Pflegenden und Therapeuten einen Umgang erlernen, der es leichter macht, mit den Menschen in der eigenen Häuslichkeit zu leben. Das finde ich eine sehr gute Idee. Und die zweite Idee wäre, es müsste eben dann, wenn eine häusliche Entlassung nicht möglich ist, eigenständige Einrichtungen mit einem besonderen Versorgungsvertrag geben, die eine wesentlich höhere Personal- und Therapieausstattung haben als die üblichen Einrichtungen der stationären Altenhilfe, wo diese Menschen diese Art von hochindividualisierter Versorgung in einem unterstimulierenden Milieu bekommen. Ja. Und da kann man dann ausprobieren, vielleicht reagiert der eine auf Musik, vielleicht reagiert der andere auf Süßes, vielleicht reagiert der Dritte darauf, dass man ihm Dinge gibt, die er sammeln kann, um sie zu verstecken. Der Vierte, der schiebt vielleicht Möbel ganz gerne durch die Gegend. Der andere, der geht immer in den Garten und gräbt dort alles um, auch wenn es noch lebt. Ja, aber ich entwickle sozusagen individuelle Verhaltensprofile, die ich den Menschen in diesem Rahmen ermögliche. Das ist aber in den momentanen Versorgungsformen der Altenhilfe nicht machbar.
schlichtweg weißt du, nicht machbar. Also auch wenn wir uns hier selbst kannibalisieren und uns selbst das Wasser abgraben, was die Notwendigkeit dieses Videos angeht, all das, was du beschreibst, sind Forderungen, die im Grunde ja für jeden Menschen gelten müssten, ja, der in stationäre Einrichtungen oder ambulant versorgt wird. Der Unterschied scheint zu sein, dass bei unterschiedlichen Demenzformen oder ich sag mal bei unterschiedlichen Erkrankungen die Auswirkungen in unterschiedlich hoch, unterschiedlich stark sind. Aber alles das, was du beschreibst, was ja im Grunde das Wesen personenzentrierter Pflege ist, nämlich das Interesse am Gegenüber, was ja im Grunde das Wesen ist, das sind ja Forderungen, die wir seit Jahrzehnten stellen. Und seit Jahrzehnten erzählen wir, also all das, was du sagst, die können eigentlich in der normalen stationären Altenpflege nicht versorgt sein. Könnte man auch über 50% der Alzheimer-Kranken sagen, könnte man sogar über Leute sagen, die keine Demenzerkrankung haben, aber dort in den Altenheimen aufgrund von Personalmangel und anderer Dinge nicht vernünftig versorgt werden. Ich will noch mal gucken, wegen dieses Umstandes, was das Besondere daran ist. Außer, also das Besondere an der Versorgung von Menschen mit frontotemporaler Demenz, außer dem sozusagen, dass sie vielleicht in besonders starker Weise darauf reagieren, wenn man sie nicht adäquat versorgt, wie du es gerade beschrieben hast. Und ich glaube, eine der Besonderheiten ist auch wenn das nicht alles ist, aber die Sorge, die Pflegende haben auch vor eskalierenden Situationen. Ich glaube, natürlich. Dass das eine ganz große, also die Eskalation mit den meisten Alzheimer-Erkrankten, die auch vorkommen, ist, glaube ich, nicht so massiv wie die bei Menschen mit frontotemporaler Demenz. Richtig, ja, genau. Na, also ich gebe dir völlig recht. Ich glaube, dass der Umgang prinzipiell kein anderer ist und dass die Bedürfnisse auch nicht prinzipiell ein anderer sind. Nur, ich sag mal, bei Menschen, die... meine Uhr klingelt da gerade, aber ist egal. Ja, bei mir. Kein Problem. Macht ja nichts. Gleich hat sie ausgeklingelt. Ich glaube, dass man bei Menschen mit einer anderen Form der Demenz, mit sozial-psychologischen oder psychosozialen Maßnahmen gut ankommen kann. Also zum Beispiel durch Musik, durch Gemeinsamkeit, durch gemeinsames Kochen, durch gemeinsames Spazierengehen, Zärtlichkeit und Zuwendung, ja auch körperlicher Art, auch mal Witze machen, mit Humor, Clownerie, mit all diesen Dingen kann man diese Menschen gut erreichen, kann man sie ablenken, kann man mit ihnen auf eine gemeinsame Handlungsspur kommen und damit sowas wie Vertrauen aufbauen. Und das ist bei Menschen mit frontotemporaler Demenz auch möglich, aber sehr viel schwieriger. Das ist der Punkt. Sehr viel schwieriger, weil wenn wir nochmal diesen Autismusvergleich bemühen, wobei man muss auch gucken, wie weit der denn greift, dann sind deren Fähigkeiten zur sozialen Wahrnehmung, zur sozialen Kognition wesentlich eingeschränkt. Das heißt, es ist möglich, eine Parallelität zu erreichen, aber nicht zu meinen Bedingungen, sondern zu seinen Bedingungen. Das ist natürlich, weil er auch wahrscheinlich deine Bedingungen gar nicht begreifen würde. Weil er meine Bedingungen gar nicht begreifen kann. Also das ist natürlich bei Menschen mit Demenz insgesamt so, aber bei Menschen mit frontotemporaler Demenz nochmal in besonders zugespitzter Form. Das heißt, die Eigenweltlichkeit oder dieser Mikrokosmos innerhalb dessen sich diese Menschen bewegen, erlaubt es nicht, dass es eine wechselseitige Anpassung gibt. Ja. Und das ist bei Menschen mit anderen Formen der Demenz bis zu einem gewissen Grad noch möglich. Ja, dass es auch zu einem wechselseitigen Anpassungsprozess. Auch Menschen mit Demenz gewöhnen sich oft an eine stationäre Umgebung, nehmen an Gewicht zu, nehmen an Gruppenangeboten teil, an denen sie vorher nie teilgenommen haben, können auch eine gewisse Zufriedenheit durchentwickeln. Das heißt, sie kriegen ein Angebot, das aus ihrem bisherigen Leben sie nicht kennen und können sich da anpassen. Und diese Anpassungsfähigkeit an andere, die ist eben in der frontotemporalen Demenz in besonderer Weise beschädigt. Das ist der kritische Punkt. Was ich eben halt seit langer, langer Zeit höre, dass es einmal eben halt diese totale Überforderung von Pflegenden gibt bei der Versorgung von Menschen mit frontotemporaler Demenz. Einmal aufgrund des Zeitmangels, Personalmangels müssen wir nicht weiter ausführen, aber andererseits auch eine stärkere Angst der Pflegenden vor Eskalation natürlich. Als bei anderen. Und wir haben ja gerade auch beschrieben, wie es ist. Die Frage, und damit will ich auf den dritten Teil, jetzt wir sind schon relativ weit fortgeschritten, auf den dritten Teil eingehen, sind
in deinen Augen Menschen mit frontotemporaler Demenz selbst in guten Heimen zu versorgen? Ja, wenn diese Heime über einen eigenen Demenzbereich verfügen und über jahrelange gute Erfahrungen verfügen, sich auf Menschen, die es einmal für uns erstmal fremd sind, einzustellen, dann ist bis zu einem gewissen Grad sind vielleicht 1, 2, 3 dieser Personen, das kriegt man hin. Ja, das hängt aber auch sehr davon ab, wie belastet ist das Team, wie gut haben die Supervision, Fortbildung, wie haben die sich als Team entwickelt. Also das sind diese gesamten Variablen, die eine Rolle spielen. Aber gute Teams, die so eine gute Entwicklung über viele Jahre gemacht haben, können einige wenige Menschen mit frontotemporaler Demenz ganz gut integrieren. Aber das ist so eine Art Schwellenkonzept. Ja? Ja. Wenn dann vielleicht wesentliche Elemente des Teams, also einige wichtige Mitarbeiter gehen, wenn sich die Rahmenbedingungen verändern, wenn andere Personen vielleicht aufgrund ihres Pflegebedarfs auch eine höhere Bedürftigkeit entwickelt, dann kann die Balance kippen. Aber ich verstehe deine Antwort. Vielleicht muss ich die Frage auch noch mal anders stellen. Was wäre in deinen Augen die beste Versorgung für Menschen? Die beste Versorgung wäre aus meiner Sicht, dass man regionale Zentren hat, also vielleicht eine fürs Ruhrgebiet und eine für oder eine für Rheinland und eine für Westfalen oder so in der Art, ja. Also das mal von den Landschaftsverbänden, und die sind hier aus meiner Sicht in der Pflicht, weil das kann die reguläre Altenhilfe nicht leisten. Also dass die Landschaftsverbände 1, 2 kleinere Einrichtungen von, sagen wir mal, 15 Personen haben, die ein anderes Konzept entwickeln als das, was wir normal in der Altenhilfe haben. Und dass diese Einrichtungen durchaus auch so angelegt sind, dass Menschen wieder entlassen werden können. Also dass sie einmal diesen hohen Assessment-Anteil haben, aber es eben auch möglich ist, dass Menschen dort verbleiben. Ja, aber du denkst natürlich auch selbst da dann in der Kategorie einer institutionellen Versorgung. Ich denke da an einen Rahmen einer institutionellen Versorgung von Menschen, die eben vielleicht nach so einer Assessment-Phase nicht wirklich in ein stabiles häusliches Milieu entlassen werden können. Weil, wie du schon eingangs gesagt hast, sind Angehörige hier natürlich auch sehr, sehr schnell am Ende ihrer Möglichkeiten angekommen. Ne? Ich möchte den Zusammenhang sozusagen auf eins meiner Lieblingsthema, nämlich die Foster Care, also sozusagen die Familienpflege, nochmal kommen. Aber die Familienpflege, die nicht unbedingt durchgeführt werden muss durch Blutsverwandte. Also meine Frage ist an der Stelle, wie wir es aus der Psychiatrie kennen. Dort haben wir ja genau das, was du beschreibst, Menschen, die in Krisensituationen in die Psychiatrie kommen, dort, wie du es vorhin sozusagen als Assessment Wards oder wie auch immer, wo man genau guckt, was braucht derjenige, wie kann man diese Krise überstehen, und dann in private Haushalte mit Menschen wieder zurückziehen, die aber Ahnung davon haben und ein Verständnis dafür haben. Also sozusagen so eine Art von Familienpflege. Da ich das sowieso sozusagen für die Pflegesituation der Zukunft halte, wäre das nicht eine gute Situation für Menschen mit frontotemporaler Demenz? Könnte sein. Ja, das müssten natürlich schon sehr gut aufgestellte und sehr intensiv begleitete Familien sein. Ja, so, aber das wäre durchaus eine Versorgungsform, die ich mir vorstellen könnte. Aber ich sag mal so, was die Forschung ja auch sagt, also Menschen mit einer frontotemporalen Demenz, die brauchen eher eine unterstimulierende Umgebung. Also nicht so einen Bereich, der jetzt noch so schön dekoriert ist und dort noch ein Blümchen und dort ist noch ein Pflänzchen und dort ist noch ein Tierlein. Und ja, verstehst du, also so diese gemütliche, familiäre Atmosphäre, die ist für diese Leute gar nicht so günstig, sondern die brauchen eher eine sehr schlicht eingerichtete Umgebung, die sie wenig irritiert. Wo so sie allgemein sagen für Menschen mit frontotemporaler Demenz? Ja, doch, das ist schon ziemlich okay. Deutlich. Also je weiter die Demenz voranschreitet, desto unterstimulierender, einfacher muss das Milieu sein.
Ja, weil die kommen mit diesen Dingen, die können die nicht mal einordnen. Also du sag mal Gänge, einfache Stühle, einfache Tische, einfache Dinge. Das kann durchaus schön und an, also von der Farbgebung, von der Qualität schön sein, aber es muss sehr einfach sein. Und ein familiäres Setting ist ja in der Regel so Kraut und Rüben. Alles Mögliche liegt rum, wie bei dir und wie bei mir. Und das wäre im Grunde genommen im fortgeschrittenen Zustand nicht mehr die richtige Umgebung. Ich will nochmal zum Abschluss auf den Anfang zurückkommen. Und zwar habe ich am Anfang erzählt, wie wir auf dieses Thema gekommen sind. Und wir hatten eine sehr kontroverse Diskussion darüber, braucht es eine extra Einrichtung für Menschen? Also wir haben die ambulante Versorgung natürlich von Menschen, auch mit frontotemporaler Demenz. Wir haben die stationäre Altenpflege, wobei man ja auch sagen muss, ja, wenn du mit 60 Jahren eine Demenzerkrankung hast, das beschreiben auch Angehörige, und kommst in ein Altenheim, wo das Durchschnittsalter 80 oder 85 ist, werden schon allein durch diesen Zusammenhang Probleme herbeigeschworen. Was wiederum Klar. dafür sprechen würde, braucht es vielleicht eine extra Versorgungsform oder einen extra Bereich. Oder, also meine Frage ist eben halt, haben wir nicht, wenn wir schon solche stationären Versorgungsformen brauchen, haben wir die nicht im Grunde vorliegen, die sind nur nicht gut genug ausgestattet, oder braucht es ein neues Konzept einer Versorgungsform, also eine weitere Versorgungsform? Das ist für mich die Frage, die ich mir stelle. Ja, ich glaube, wir brauchen eine andere Versorgungsform, und die muss angegliedert sein auch an, wie gesagt, an eine Psychiatrie, ja, weil diejenigen, natürlich, die dort arbeiten, brauchen den unmittelbaren Kontakt zu einem größeren therapeutischen Repertoire und brauchen auch den unmittelbaren Kontakt zu einem Arzt. Ja, also du kommst da nicht aus, und ich sag mal, ich sag das ja immer, Altenheime sind heute Psychiatrien ohne Arzt, und das ist für die Situation der FTD-Patienten nicht angemessen. Also die brauchen sozusagen ein Umfeld, womit die Altenhilfe jetzt und in Zukunft überfordert. Ja gut, dann möchte ich jetzt an dieser Stelle noch mal einmal ein Stück weit Revue passieren lassen, was wir besprochen haben. Oder das heißt, ich würde wesentliche Dinge noch einmal sagen wollen. Und zwar, mein Eindruck ist ein Stück weit, dass auch FTD, also die frontotemporale Demenz, wie ein Brennglas wirkt auf die Probleme, die wir haben in Altenheimen oder überhaupt in Organisationen, sowohl in Krankenhäusern, psychiatrischen, allgemeinen Krankenhäusern, ambulanten Pflege und so weiter. Sprich, das, was diese Menschen brauchen, nämlich dass wir ein echtes Interesse an ihnen haben, ihre Rituale kennen, auch das Krankheitsbild kennen. Auch da, glaube ich, braucht es viel, viel mehr als heute auch professionell Pflegende wissen. Müssten wir im Grunde uns viel stärker auf diese Menschen einstellen und sie viel stärker, wie du es vorhin mal geschildert hast, also uns möglichst wenig einmischen und sie auch ein Stück weit leben lassen, so wie sie leben gewohnt sind, zumindest solange sie das noch können. Ich bezweifle tatsächlich ein Stück weit, ob das selbst in guten stationären Pflegen möglich ist, das in dem Maße zu tun, wie Menschen das eigentlich verdienen. Das bezweifle ich aber auch, wenn es um Menschen mit Alzheimer geht, als auch um Menschen geht, die keine Demenzerkrankung haben, aber in der Altenpflege leben müssen, in Institutionen. Was glaubst du, wenn du jetzt zwei oder drei Schritte nennen könntest, was ist da, nehmen wir nochmal den Fokus auf die Pflegenden, auf die professionell Pflegenden, was wäre das, was sie am meisten brauchen würden? Also ich denke, sie brauchen eine Umgebung, die schon anders ist als ein Altenheim, weil die Menschen sind ja auch jünger. Sie müssen sich bewegen können. Sie brauchen vielleicht auch einfache Aufgaben. Sie müssen Dinge in die Hand nehmen und räumen können. Brauchen eine Umgebung, in der sie auch Platz haben, weil Crowding ist für die Leute nicht so ganz gut. Sie müssen Dinge machen können, wie zum Beispiel stricken, hauswirtschaftliche Arbeiten, ehemalige Ärzte, die Blutdruck messen. Man muss sammeln, sortieren, räumen können, Aufgaben haben, wo man Dinge aufschreibt oder zählt oder was auch immer, also wo man diese zwanghaften Anteile auch gut auffangen kann.
Na, auch zum Beispiel, dass die rauchen können, das ist wichtig, dass sie Möglichkeiten haben, sich körperlich abzuarbeiten, also viel laufen, bewegen, arbeiten, aber eben keine Gruppengymnastik, ja, also keine Gruppensituation, ja, also Aktivitäten, wo man im Garten was schafft, wo man vielleicht pflanzt oder was Ähnliches tut, ne? Wo die Pflegenden auch versuchen, durch eine sehr freundliche, positive, zugehende Art, so dafür zu sorgen, dass die negativen Reaktionsmuster, die diese Menschen ja schon teilweise auch gelernt haben in Krankenhäusern, im Umgang mit anderen Personen, die sie ablehnen, also dass man sich sozusagen ihnen annähert. Ja. Ich nenne das immer so das Modell Landgewinnung. Ja, also wo die Menschen merken, es gibt hier eine Umgebung, die mich sozusagen nicht triggert. Ein hoher Respekt vor ihren Territorien, ja, explorativ suchendes Verhalten zulassen, eine einfache Umgebung mit wenig Verletzungsgefahr, wenig Hindernisse. Also wenn man das alle mal so zusammenfasst, ist es das, glaube ich, schon nochmal, also eine Umgebung, die an vielen anknüpft von dem, was wir von der stationären Altenpflege kennen, aber doch noch mal deutlich darüber hinausgeht. Ja, also ich glaube auch, also wenn ich das Gespräch Revue passieren lasse von uns beiden, dann denke ich eben halt all diese Dinge, die wir auch für Menschen mit einer Alzheimer-Demenz oder einer Multiinfarkt-Demenz fordern, brauchen sie zum einen, aber eben halt diese Auswirkungen, wenn wir das nicht leisten können, sind dort stärker. Und ich möchte noch mal einen Blick werfen auf das Thema Angst seitens der Pflegenden. Ich glaube, wenn ich mich selber frage, was sie brauchen, ist natürlich die Hilfe dabei, dass sie diese Angst nicht zu haben müssen. Denn sie müssen sie haben, solange sie nicht in der Lage sind, beispielsweise mit deeskalierenden Situationen umzugehen. Mhm. Ich glaube, dass das etwas ist, was sowohl zum einen der Umgebung und dem Konzept geschuldet ist, aber natürlich auch der Krankheit geschuldet ist. Wir wissen alle, dass selbst wenn ich alles richtig mache, kann es zu solchen Situationen kommen, in denen es auch zu physischer Gewalt kommt. Oder ich überlegen muss, wenn sich jemand wochenlang nicht wäscht, wie gehe ich denn damit um? Also und der ich Punkt glaube, ist schlichtweg, diese Dinge sind viel zu wenig im Fokus. Der Punkt ist schlichtweg der die Angst im Umgang mit einem anderen Menschen wächst in dem Ausmaß, wie sein Verhalten nicht vorhersehbar ist. Genau. Ja? So, das haben wir immer. Je besser ich das antizipieren kann, desto angstfreier kann ich mich hier reinbegeben. Also brauchen die Pflegenden den Rahmen, innerhalb dessen sie diese Antizipierungsleistung erbringen können. Also was dadurch genauso das, was du gerade beschreibst, begründet natürlich eben genauso die Angst der Zupflegenden, also der Betroffenen. Natürlich. Weil sie nicht aufgrund ihrer Erkrankung schon allein schwer antizipieren können. Aber bei denen gibt es ja mehr so, ich sag mal, dissoziative Elemente entkoppeln, dass die gar nicht so die Gefühle von mir wahrnehmen können. Die nehmen nur wahr, dass ich sie in ihren Kreisen störe. Aber ich denke, also die Fähigkeit, sehr viel über diese Erkrankung zu verstehen, sich auszutauschen, Fallbesprechungen zu machen, zu lernen, was löst welche Situationen aus, was kann mir helfen, eskalierende Situationen zu reduzieren, abzuwenden. Gerade dadurch, dass ich mich jetzt 4 Wochen intensiv mit vielleicht nur 2 Patienten beschäftigt habe, weiß ich das dann auch allmählich. Ja? Ja. Und das müsste flankiert werden eben von anderen Maßnahmen. Also in dem Rahmen kann die Angst reduziert werden, so dass ich glaube, im Endeffekt, so wie bei einem autistischen Kind, da kann auch nicht irgendein Lehrer vorbeikommen und sagen, geh mal an die Tafel und schreib mal Folgendes auf. Das geht beim autistischen Kind nicht. Ja. Ja, oder wenn die Klingel geht und das heißt, alle verlassen den Raum, aber der da jetzt gerade seine Kästchen malt, der verlässt den Raum nicht. Und wenn ich den jetzt zwinge, den Raum zu verlassen, explodiert das auch. Also diese Zusammenhänge, die müssen Pflegenden klar sein. Und das muss in vielen kleinen Schritten verdichtet und individualisiert werden, sodass das auch, ich sag mal, ein tiefes Lernen ergibt. Also dass das sozusagen in die Automatismen meiner Reaktionen als Pflegekraft Eingang findet. Und das ist ein langer Prozess. Und das geht nur in einer Umgebung, wo meine Kollegen das auch so machen, wo wir gemeinsam intensiv an diesen Fragestellungen arbeiten.
Womit wir natürlich wieder am Anfang und der Ausgangsfrage sind, nämlich der Frage, inwieweit verträgt sich Individualisierung der Pflege mit institutioneller Versorgung? Das ist natürlich der Punkt, aus dem auch Dinge erwachsen, Probleme erwachsen. Ich würde es jetzt beschließen wollen. Wir sind schon eine Stunde zugange, bevor unsere Zuhörer zu sehr Angst bekommen, weil sie nicht wissen, was noch alles kommt. Wir konnten trotzdem nur an der Oberfläche kratzen. Das haben wir hoffentlich einigermaßen erfolgreich getan. Ich glaube, dass dieses Thema es wert ist, dass wir da auch noch dranbleiben im Dialogzentrum. Mhm. Meine Idee wäre tatsächlich, du hast vorhin von den Kollegen von Wohlbedacht gesprochen, ob wir nicht vielleicht doch auch noch mal Interviews mit pflegerischen, aber auch vielleicht mit medizinischen Experten zu diesem Thema machen, um das sozusagen ein Stück weit zu vervollständigen. Was am Ende bleibt, ist die Frage, gute Versorgung geht nur über ein echtes Interesse an der anderen Person, damit ich mich darauf einstellen kann und die Umgebung einstellen kann. Und die zweite Frage eben halt, wo wir beide uns wahrscheinlich nicht so einig werden, ist die, ist eine adäquate Versorgung dieser Menschen in der institutionellen Versorgung überhaupt möglich aus den bekannten Gründen. Uns bleibt nichts anderes, uns bei Ihnen für Ihr Interesse und Ihr Zuhören, Zusehen zu bedanken. Wir werden weiterhin Haustheater machen, wir werden weiter an dem Thema bleiben, wir werden Quellen, von denen wir gesprochen haben, unter dem Beitrag auf unserem Blog verlinken, werden dort auch nochmal etwas weiterführende Literatur verzeichnen, sodass Sie hoffentlich auch etwas davon gehabt haben. Christian, bedanke mich bei dir. Ja, gerne. Hat Spaß gemacht und alles Gute Ihnen. Und vielleicht gibt es tatsächlich auch mal so Initiativen vom Landschaftsverband, von der Alzheimer-Gesellschaft, von anderen wichtigen Playern in dem Feld, mal so ein Kompetenzzentrum Pflege für Menschen mit frontotemporaler Demenz in einem Bundesland aufzubauen. Das fände ich ein spannendes und wichtiges Projekt. Genau. Gut, in diesem Sinne. In diesem Sinne, machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Ihr Team vom Dialogzentrum Leben im Alter. Tschüss. Alles Gute. Tschüss.